Gut, ja, dann nochmal an dieser Stelle Titel unserer heutigen 2 Stunden ungefähr. Es geht ja alles um die Luft-Luft-Wärmepumpe. Und wir fangen ein bisschen an, so ein kleines Stückchen bei Adam und Eva, was die Wärmepumpentechnik anbelangt, und machen uns einfach nochmal Gedanken, wie überhaupt die Wärme aus der Umgebung in das Gebäude kommt. Wir haben ja wahrscheinlich viele auch schon den Luft-Wasser-Wärmepumpen-Vortrag verfolgt. Also wir haben als Wärmequelle einmal die Luft, die Erde oder das Grundwasser. Dort entziehen wir die Energie über einen Verdampfer. Das heißt, an dieser Stelle wird die Energie an das Kältemittel übergeben. Das Kältemittel geht dann vom Verdampfer zu dem Verdichter. Dort wird es komprimiert auf ein höheres Temperaturniveau gebracht, weil wir ja die Aufgabe haben, von einem niedrigeren Temperaturniveau auf ein höheres Temperaturniveau die Wärme zu pumpen, übernimmt der Verdichter hier die Arbeit der Kompression und hebt es auf das entsprechende Temperaturniveau an. Und dann wird im Verflüssiger das Kältemittel verflüssigt. Über die latente Wärmeübertragung wird quasi, als wenn Sie, das kennen Sie ja, Obstblüten vor Frost geschützt werden sollen, werden sie mit Wasser berieselt. Dort ist dann die Verfestigungswärme, die wird dann abgegeben, und das machen wir hier über das Kältemittel an das Heizungssystem. Das ist eben, hat hier an dieser Stelle nochmal einmal das klassische Heizungssystem. Und vom Verflüssiger geht es dann über die Entspannung wieder zurück zum Verdampfer, und der Kältekreislauf beginnt von neuem. Jetzt haben wir hier an dieser Stelle noch einmal eine Schlange. Betrachten also im Prinzip die Versorgungsaufgabe, die wir mit der Luftwärmepumpe ins Haus bringen. Einmal nochmal hier dargestellt über die Warmwasserversorgung, über eine Fußbodenheizung, über einen Heizkörper, das, was man klassisch so kennt. Und Sie sehen, dass das System ja schon relativ komplex ist. Betrachten wir das Ganze jetzt von der Luft-Luft-Wärmepumpe. Da muss man sich einfach mal den Gedanken machen, wie kommt die Wärme hier an dieser Stelle ins Gebäude? Und wir haben jetzt erstmal typischerweise die Typen zusammengestellt, die eher im Wohngebäudebereich eingesetzt werden. Darüber hinaus gibt es noch weitere Typen, aber wir gucken uns erst einmal die Wohngebäudetypen an. Man kann das Ganze hier an dieser Stelle so betrachten, dass wir das Außengerät, was Sie eben auch schon gesehen haben, und wir haben hier innen drin, ich bezeichne das immer, das ist der Heizkörper der Luft-Luft-Wärmepumpe. Die bringt also ihren Heizkörper mit, also das Innengerät. Und wenn Sie über mehrere Räume die Wärme verteilen wollen, dann können Sie das entweder einmal über eine sogenannte Single-Split-Lösung machen. Das heißt, an einem Außengerät hängt ein Innengerät. Aber man kann das Ganze natürlich auch noch über eine sogenannte Multi-Split-Lösung realisieren. Das heißt, wir können an einem Außengerät mit einer Leistung bis zu ca. 10 kW dort fünf Innengeräte installieren. Das heißt, 5 Räume gleichzeitig beheizen oder auch gleichzeitig kühlen. Da kommen wir später auch noch mal drauf. Und Sie haben weniger Montageaufwand, was das Platzieren des Außengerätes anbelangt. Jetzt haben wir natürlich vorhin schon gesehen, dass wir hier auch noch bei der anderen Technologie eine Warmwasserbereitung machen können. Das lässt sich mit einem speziellen Gerät, dem sogenannten Multi-Split Plus Gerät mit dem Warmwasserspeicher realisieren, der ein Volumen von 90 bis 120 Litern hat. Da ist es dann aber allerdings so, dass wir von der Leistung her ein bisschen eingeschränkter sind, was den Anschluss der Innengeräte anbelangt. Aber auch hier hätte man die Möglichkeit, 3 Innengeräte zu platzieren, über die dann die Wärme verteilt wird. Das ist erstmal so der grobe Überblick über die Anwendungen, über die Typen. Und jetzt schauen wir uns im Einzelnen nochmal die 3 verschiedenen für die Wohngebäude typischen Innengeräte an. Wir haben einmal das Wandgerät. Das zeichnet sich eben halt dadurch aus, dass es, wie Sie hier schon rechts sehen, an der Wand platziert wird. Es ist besonders schön, wenn man es realisieren kann, dass es direkt zur Außenwand ist, weil ich dann weniger Montageaufwand habe für die Rohrleitungen, die mit dem Außen- und dem Innengerät verbunden werden müssen.
Ich kann dann direkt nach draußen gehen und alles, was ich architektonisch innen drin verstecken müsste, wäre an dieser Stelle schon an der Außenwand versteckt. Wandgeräte sind darüber hinaus sehr flexibel, haben auch unheimlich große Typenvielfalt und haben trotz, dass sie von der Montagehöhe weiter oben angebracht sind, eine Eigenart. Das schauen wir uns auch nochmal an, wie die warme Luft nach unten gebracht wird. Das ist ja auch immer wieder die Frage, wie bekomme ich überhaupt die Wärme von an dieser Stelle in den Raum hinein. Was besonders fürs Heizen angenehm ist, ist das sogenannte Truhengerät. Das Truhengerät wird quasi knapp über dem Boden platziert. Sie haben hier an dieser Stelle, das sehen Sie links, noch einen zusätzlichen Luftaustritt, den Sie hier mit diesem Gitter sehen. Dieses Gitter, über dieses Gitter wird dann warme Luft über den Fußraum geblasen und nach oben hin bildet sich auch eine Luftwalze aus. Das heißt, diese Truhengeräte eignen sich auch besonders gut, wenn ich an dieser Stelle ja im Prinzip direkt warme Füße mit den Geräten erreichen möchte. Und was bei diesem Gerät noch hinzukommt, ist, dass auf der Oberfläche hier ein kleiner Strahlungsanteil ist. Dort wird das heiße Kältemittel, das, was Sie vorhin gesehen haben, bevor es verflüssigt wird, an dieser Stelle auch über einen kleinen Strahlungsanteil in den Raum gebracht, so dass es nochmal zusätzlich einen Komfortgewinn gibt. Dann haben wir noch das Kanalgerät. Das Kanalgerät sieht man jetzt natürlich nicht, weil es ein Gerät ist, was in einer Zwischendecke platziert ist und dann über die Auslässe einmal hier oben ausbläst, beziehungsweise auf der gegenüberliegenden Seite ansaugt. Das kennen Sie aus den Anwendungen heraus, wenn Sie sich in Hotels befinden. Diese Geräte eignen sich dann eben halt auch architektonisch so, dass man versucht, sie hier nicht sichtbar in den, ja, für den, in den Wohnraum sichtbar unterzubringen. Man kann es fast vergleichen, unsichtbar, ähnlich unsichtbar wie eine Fußbodenheizung. Dann sind wir auch schon direkt ein Stück weit bei den Systemvorteilen, die das System bietet. Wir haben nämlich das, was Herr Schmidt auch schon eingangs gesagt hatte: Wir können mit diesen Geräten sofort jede bestehende Heizungsanlage ergänzen. Das ist besonders interessant, auch gerade wenn ich in der Übergangszeit bin und in meinem Gebäude vielleicht eine Flächenheizung habe. Sie wissen alle, dass eine Flächenheizung besonders träge ist. Wir könnten hier relativ schnell den Raum, der benutzt wird, aufheizen, so dass es in der Übergangszeit zu sehr schnellen Reaktionen kommt und die gewünschte Temperatur sehr schnell erreicht wird, ohne dass die bestehende Heizungsanlage hier noch zusätzlich arbeiten muss. Was ich schon erwähnt habe, ist ja, dass das Gerät seinen Heizkörper mitbringt. Das heißt, wir sind völlig unabhängig von der hydraulischen Einbindung. Das hat einen sehr großen Vorteil, weil man Wärmepumpen ja auch immer nachsagt, dass sie bei entsprechend kleindimensionierten Heizkörpern geringe Energieeffizienzen haben. Das wird hier natürlich völlig ausgehebelt, weil ich an dieser Stelle ja losgelöst bin von den vorhandenen Heizsystemen. Das heißt also, auch hier habe ich die Möglichkeit, durch die Ergänzung ein optimal betriebenes Gerät mit sehr hohen Effizienzen zu erreichen. Was ich schon gesagt habe, es sind kaum Eingriffe in der Gebäudestruktur notwendig. Hier an dieser Stelle sehen Sie nochmal das Gerät, wie es an der Außenwand montiert ist. Das bringt natürlich sehr schnelle Montagen. Das macht das Ganze unauffällig. Und für den tatsächlichen, ja, den Montageaufwand, den Sie haben, wenn Sie an einem Gerät sind, das lässt sich locker in ungefähr auch einem halben Tag für einen versierten Kälteanlagenbauer realisieren. Wir haben natürlich keine Genehmigungsverfahren, die wir grundsätzlich ja auch sowieso nicht bei Wärmepumpen in der Nachrüstung haben. Und wir sind sehr flexibel, was die Erweiterungsmöglichkeiten anbelangt. Das haben Sie ja zum Beispiel gesehen, wenn Sie ein Multispirtgerät nehmen, ist es an dieser Stelle sehr einfach, dass Sie erstmal mit einem Raum beginnen und gegebenenfalls dann an anderen Stellen nachrüsten.
die Ports, die an den Außengeräten vorhanden sind, müssen nicht unbedingt sofort auch belegt werden. Die Energieeffizienz habe ich schon angesprochen, die schauen wir uns nachher nochmal im Detail an. Die schnelle Aufheizung hatte ich auch schon erwähnt, aber was natürlich sehr interessant ist, gerade wenn wir über die Klimafolgenanpassung uns Gedanken machen, bieten die Geräte natürlich eine Klimatisierung. Die ist im Großen und Ganzen gar nicht so dramatisch wichtig. Das, was Sie da drunter sehen, das Entfeuchten, ist ja der Zustand, der uns das Atmen bei hohen Temperaturen einfacher macht, das Wohlbefinden einfacher macht. Denn ich muss eigentlich weniger kühlen. Ich muss eigentlich grundsätzlich bei den schwülen Sommern eher ein wenig entfeuchten. Und das übernehmen die Geräte auch selbstverständlich. Und wir haben auch bei den Fragen schon gehabt, was die Luftbeeinflussung der Geräte anbelangt. Alle Geräte haben eine Luftfilterfunktion und die schauen wir uns im Nachgang auch noch einmal an. Aber was es ja besonders einfach macht, war ja das, was ich eingedeutet habe, dass wir hier eine sehr einfache Montage haben. Und über diese einfache Montage, da gebe ich dann weiter mal an Gunther, der die Dinge einmal vergleicht in seinem Projekt und uns da die Hinweise gibt, warum es so einfach ist, was die Montage. Also jetzt bin ich ein bisschen dran von der Vivero. Ich habe Ihnen hier mal ein Foto gezeigt, wie heute Installationen im Neubau aussehen. Und ich zeige Ihnen dann gleich mal vergleichsweise, wie wir das in unserem Quartier in Magdeburg gelöst haben. Also hier sehen Sie den Schacht mit allen nötigen Leitungen, Abwasser, Kaltwasser, Zulauf, Vor- und Rücklauf für die Heizungsanlage, Ringleitung, oben die Verteiler für die Heizung und. Ja, also ein Riesenaufwand, der da getrieben wird. Und wenn wir einmal weitergehen, dann zeigen wir ja ganz kurz, wie der Aufwand dann ist, wenn wir das mit einem Luft-Luft-Wärmepumpengerät machen. Also das ist übrig geblieben von unserem Schacht. Dadurch, dass wir ja keine zentrale Leitung mehr verlegen müssen, dadurch, dass wir keine zentrale Anlage mehr haben, sondern praktisch jede Wohnungseinheit einzeln machen, ist das, was vom Schacht übrig bleibt, ist nur die Abwasserleitung, die Kaltwasserleitung und Strom und Datenkabel etc. pp. Also wir haben hier in dem Gebäude, das sind 95 Einheiten, gibt es auch gleich noch ein Bild dazu, diese ganzen Installationsschächte gespart, wir haben Brandschutz gespart, wir haben keine zentrale Anlage im Keller. Wir machen in den Fällen, das sind Apartments zwischen 26 und 31 Quadratmeter, das warm Wasser mit einem elektrischen Durchlauferhitzer. Wir haben in dem fertigen Bad, Volker, einmal weiter bitte. Wir haben in dem fertigen Bad eine Lüftung mit Wärmerückgewinnung eingebaut, sodass wir das auch noch nutzen können. Und dann haben wir in dem K440 Plus Gebäude, was wir hier gebaut haben, das uns für den Wandgerät entschieden, mit einer Heizleistung von bis zu 3000 Watt. Die Heizberechnung für dieses K440 Plus Gebäude für die Wohneinheiten mit 30 Quadratmeter liegt bei 500 Watt. Also sind wir da auf der sicheren Seite. Und hier ist unsere Challenge eher das Kühlen als das Heizen, weil Heizen ist dann wirklich nicht unser Problem, wenn wir hochenergetisch bauen. Und im Zusammenspiel mit Wärmerückgewinnung und Wandgerät funktioniert das ganz hervorragend. Wie sieht das denn von außen aus? Da müsste jetzt eigentlich auch ein Foto kommen, Das hoffe gucken wir ich. uns später noch an. Ich sehe Ja, gerade schon okay. die Vorschau, dass wir an dieser Stelle erstmal noch bei dem Effizienzvergleich ein Stückchen geblieben sind. Ah ja, Entschuldigung. Wir halten die Spannung erstmal hoch, bis es außen Wir aussieht. halten die Spannung erstmal hoch, ja. Ja, dann. Das Thema Effizienz, da ist der Volker wieder dran. Ja, da man sagt ja eigentlich im Prinzip, oder ich habe es teilweise verfolgt, dass die Geräte ja sehr schlechte Effizienzen haben, weil sie im Heizfall im Prinzip ja nicht das erreichen können, was eine andere Wärmepumpe erreicht. Aber in diesem Fall ist es ja so, Sie sehen schon, dass wir, wenn wir im Winter heizen und wenn wir quasi mit einer Raumtemperatur von 20 Grad unterwegs sind, dass wir hier mit Temperaturen von ungefähr 35 Grad ausblasen. Das heißt, es ist ja vergleichbar mit Temperaturniveaus, die ich im Bereich der Fußbodenheizung habe. Wir haben hier also die Außeneinheit. Sie sehen hier nochmal den Kältekreislauf, wo hier das Kältemittel über den Wärmetauscher verflüssigt wird. Wir haben hier dann unseren Lüfter und saugen über das Gerät an.
und haben hier relativ niedrige Temperaturen. Wenn wir im Sommer kühlen, wird das Ganze umgekehrt. Wir nutzen immer noch dasselbe Innengerät, wir nutzen immer noch dasselbe Außengerät. Und diese Bifunktionalität erreichen wir, oder die hohen Effizienzen erreichen wir eben halt auch über einen speziellen Aufbau unserer Wärmetauscher. Aber da gehen wir einmal noch einen Schritt zurück und vergleichen die Bereiche, wenn ich eine wassergeführte, also eine Wärmepumpe habe, die über eine Fußbodenheizung läuft oder die ich über Gebläsekonvektoren beschreibe. Da habe ich in meinem Wärmeübergang zum Heizungswasser im Heizfall einen Plattenwärmetauscher, bei dem auf der einen Seite das Kältemittel verflüssigt wird und auf der anderen Seite das Heizungswasser im Gegenstrom aneinander vorbeiläuft. Wir haben durch diesen Aufbau eine relativ konstante treibende Kraft, die Temperaturdifferenz, die mittlere Temperaturdifferenz über den Wärmeaustausch, über den Plattenwärmetauscher und haben dann, wenn ich das Ganze umdrehe, wenn ich nämlich kühlen möchte mit diesem System, dann habe ich einen Gleichströmer, weil ich kehre nicht meinen Wasserkreislauf um, der läuft ja immer noch von hier unten rein, aber ich komme eben halt mit dem, nein, ich komme mit Wasser von hier und komme mit dem Kältemittel von hier im Gleichstrom und ich habe dann über den Plattenwärmetauscher ein kleineres Delta T. Dementsprechend ist es auch so, dass ich von den Effizienzanforderungen, die ich bei den Heizungswärmepumpen mit einem Wasserverteilsystem habe, da habe ich von den Ökodesign-Anforderungen, die an diese Geräte gestellt werden, aufgrund dieser Tatsache nämlich nur eine Effizienzanforderung im Heizbetrieb. Wenn die Geräte kühlen, haben sie überhaupt keine Effizienzanforderungen. Das ist ein großer Unterschied. Das ist ein großer Unterschied zu den Luft-Luft-Wärmepumpen oder zu den Klimasplit-Geräten. Wir haben hier an dieser Stelle einmal einen Schnitt durch das Gerät. Sie sehen hier die Lüfterwalze. Wir haben hier jetzt erstmal den Kühlbetrieb dargestellt. Hier diese kleinen Dinge, die Sie raussehen, das sind die Rohrleitungen. Und alles, was hier auf dieser Fläche ist, sind die Lamellenpakete, über die die Luft strömt. Wir haben also über eine relativ kleines Volumen, eine relativ große Fläche und wir haben immer das gleiche Prinzip. Ob wir heizen oder kühlen, das Kältemittel wird immer im Kreuzgegenstrom die Wärme abgeben und dementsprechend haben wir eine sehr hohe Energieeffizienz im Bereich des Heizen sowie im Kühlen. Und neben der Effizienz, die wir nachher uns auch noch mal zu den einzelnen Bereichen anschauen, haben wir eine spezielle Luftverteilung. Das ist ja das, was Herr Gamst auch schon gesagt hatte, dass die Wandgeräte eigentlich die verkannten Genies sind. Also bei den Wandgeräten, wenn ich sie hier oben montiert habe, im Kühlbereich streiche ich die Luft über die Decke, lasse sie runter fallen auf der anderen Seite und habe hier ein Berieseln mit der kühlen Luft von oben. Und wenn ich das Ganze dann umdrehe in den Heizbetrieb, dann kehrt sich der Luftstrom quasi nach unten um und es wird über den Fußboden ein erzwungener Luftstrom erzeugt. Und beides zusammen, die hohe Effizienz und diese Funktionalität, die ich mit den Wandgeräten habe, bringt mir auch einen sehr hohen Komfort neben der Energieeffizienz, die ich an dieser Stelle habe. Dann kommt man natürlich auch an die Frage, was sind die Einsatzgrenzen? Diese Geräte sind speziell auch auf den wirklich harten Einsatzfall, also je nachdem, was Sie erreichen wollen. Wollen Sie einfach nur eine Unterstützung für Ihr Heizsystem haben, dann würden Sie sich für Systeme entscheiden, die gegebenenfalls nur bis minus 15 heizen. Aber Sie sehen hier, dass bis minus 20, minus 25 dort die Einsatzbereiche bei den Geräten sind. Das heißt auf der anderen Seite, dass man sich auch mit diesen Geräten keine Gedanken machen muss, wenn ich sie richtig ausgelegt habe, dass ich meine Energie noch ins Gebäude bekomme, dass die Maschinen noch bis zu tiefen Minustemperaturen heizen.
Und das ist egal, von welchem Hersteller. Sie müssen da immer darauf achten, wie die Einsatzbereiche sind. Sie finden dort diese Angaben und können das entsprechende Gerät dort auswählen. Spring noch mal wieder ein bisschen zurück zu der Energieeffizienz. Diese Geräte bis 12 kW sind auch energiekennzeichnungspflichtig. Das heißt, wir haben hier das Energielabel. Auf dem Label finden Sie die entsprechenden Angaben, was die saisonale Effizienz anbelangt. Das heißt, über einen Musterstandort wird berechnet, wie viel Energie ich aufbringen muss, um so und so viele Kilowattstunden Kälte bzw. so und so viele Kilowattstunden Wärme zu bekommen. Hier ist es beispielhaft einmal aufgeführt, dass wir bei den 2 kW hier eine Effizienz von 8,75 haben. Das heißt also, für die Leistung 2 kW bekomme ich eine Effizienz über das Jahr gesehen von 8,75 im Kühlen. Über die Kühlperiode und im Heizen bin ich hier in diesem Bereich grün, das ist der deutsche Bereich, mit einer Effizienz von 5,5 unterwegs. Das heißt, für eine Kilowattstunde eingesetzten Strom bekomme ich 5 Kilowattstunden Wärme. Übertragen wird das Ganze dann noch in die entsprechenden Energieeffizienzklassen. Also die A++ fängt bei 4,6 saisonaler COP an. Also immer eine Kilowattstunde elektrischer Strom umgesetzt in die entsprechenden Kilowattstunden Heizwärme. Und das hier auch noch einmal dargestellt, was für Effizienzen wir haben. Sie sehen also, dass wir in der Energieeffizienzklasse A++ in der Kühlung sind. Hier bei dem Gerät, das speziell auf den Einsatzbereich minus 25 ausgelegt ist. Und wir gucken uns dann nochmal an, wie es bei den anderen Geräten ist. Auch hier die hohen Effizienzen im Kühlen von 7,6, 7,7 und im Heizen 5,1, 5,3. Dieses bezieht sich auf das durchschnittliche Klima, wie wir es hier in Deutschland haben. Wir haben hier auf der Grafik auch einmal noch ein kaltes Klima. Das ist quasi der Standort Helsinki mit einer Außentemperatur von minus 22 Grad. Und das ist hier in der rechten Spalte zu sehen. Das heißt also auch hier über die simulierte Heizperiode hat das Gerät, die Luft-Luft-Wärmepumpe, sehr hohe Effizienzwerte und bietet in allen Extremsituationen die entsprechende Heizleistung, die notwendig ist, denn das zeigen wir Ihnen auf dem nächsten Bild. Denn wir sprechen hier von 3 kW, die auch Herr Gams genannt hatte, die erreicht das Gerät tatsächlich auch noch bei minus 25. Minus 20 hat es etwas über 4,2 kW und das 30er Gerät und das von der anderen Bauform eben entsprechend auch hier knapp über 3 kW oder das 40er hat tatsächlich 4 kW Heizleistung am Auslegungspunkt von minus 25. Also wenn man hier an dieser Stelle überlegt, welche Geräte, welche Winter ich hier habe, die Vorurteile, die an dieser Stelle herrschen, kann man eindeutig ausräumen. Ich muss nur eben halt auf der einen Seite entscheiden, will ich es fürs komplette Heizen haben, so wie es in dem Musterbeispiel gewesen ist, oder will ich es für die Unterstützung haben? Ich muss nicht unbedingt in diesen Leistungsbereich reingehen, aber ich kann es und habe hier alle Freiheiten, um über die Aufgaben, die ich erledigen muss, voranzukommen. Sind noch ein paar Dinge im Chat aufgetaucht? Das wollen wir an dieser Stelle nochmal schauen? Oder soll ich erstmal nochmal kurzen Vergleich, was kostet eigentlich eine Kilowattstunde? Ja, es waren noch die Fragen aus dem Chat, was Jahresarbeitszahlen aus der Praxis, also gemessene angeht. Ich weiß nicht, ob Sie da später vielleicht nochmal drauf kommen. Das war die eine Frage und ich denke, das Thema Kältemittel treibt die Teilnehmer auch noch ein Stück weit um, aber auch das Also vermute die gemessene ich kommt noch. Jahresarbeitszahlen haben wir jetzt hier an dieser Stelle noch nicht, weil auch die Messtechniken, hier an dieser Stelle bin ich im Bereich Luftbewegung. Wir haben früher mal Messungen gemacht.
wenn ich bei diesen Gerätetypen die Luftmenge tatsächlich messen möchte, dann bin ich, mache ich eigentlich immer einen Fehler, weil ich nicht genau die Luftvolumenströmung kenne, weil ich nicht genau weiß, wo ist der Fühler platziert, dann kleinste Abweichung. Wir haben durch die Anforderungen, die wir durch das BEG bekommen haben, ein gewisses Effizienzmonitoring. Das heißt, wir haben dort dann über eine App-Funktion, können Sie auslesen, welche Wärmemenge erzeugt wurde und welche Energie gebraucht wurde, sodass Sie dort eine Übersicht haben. Das haben die Geräte dann auch mit an Bord, wenn Sie Die sagen, App-Funktion. App ist auf jeden Fall mit an Bord, ja. Deshalb sind wir also ein bisschen in der theoretischen Darstellung, wenn wir uns anschauen, was eine Kilowattstunde kostet. Wenn wir jetzt diese Effizienzen, also einmal die Jahresarbeitszahl im Kühlen und die Jahresarbeitszahl im Heizen hier betrachten, sind wir teilweise relativ vergleichbar, was die Wärme betrachtet, kostet. Ich habe den letzten Vergleich hier am 19.02. gemacht. Da war der Strompreis für Neukunden im Mittel bei 25,4 Cent. Und dementsprechend kann ich hier sehen, dass ich im Prinzip für 5 Cent eine Kilowattstunde bekomme. Und ich kann dann natürlich sagen, wenn ich so und so viele Kilowattstunden im Jahr Bedarf habe, dann kann ich meine Kosten eben relativ schnell auch hochrechnen. Erstmal natürlich nur eine Daumenrechnung. Aber genauere Dinge, die Einsparung CO2 beziehungsweise auch was Nebenkostenersparnis anbelangt, da will ich jetzt nicht vorgreifen. Da kriege ich wieder die Unterstützung vom lieben Gunther. Ja, genau die ganzen Fragen, die Sie hier fragen. Was ist bei minus 20 Grad und was passiert? Wie sind die Energiekosten und so weiter? Die haben wir natürlich bei unserem Projekt in Magdeburg auch alle bekommen. Und die ganzen Fragen bei minus 20 Grad, ist es ja eine Elektroheizung. Die konnte der Herr Weinmann jetzt ja zeigen, dass es keine Elektroheizung ist. Selbst bei minus 20 oder minus 25 Grad bringt das Gerät noch eine Leistung, die über der Elektroleistung ist, wenn es eine Elektroheizung wäre. Ist auch nicht relevant, weil diese Temperaturen kommen ja so gut wie nicht vor. Und wenn sie vorkommen, ist die Beheizung der Wohnung gesichert durch das Gerät, weil es das kann. Und wenn wir uns das hier angucken, die CO2 und die Nebenkostenersparnis, ich muss noch ein bisschen was zu dem Gebäude erzählen. Also wie gesagt, wir haben ein Gebäude gebaut, ein Mehrfamilienhaus mit 95 Wohneinheiten. Wir haben versucht, hier mal die Vergleichsrechnung zu machen und auch die Vergleichsrechnung für die CO2-Einsparungen, für die Energiekosten. Und das ist gar nicht so einfach, weil im Vergleich zu dem, was wir da gebaut haben, es gibt keinen Vergleich. Wir haben den Mieterbund mal kontaktiert und haben uns da mal die Mittelwerte von CO2-Emissionen rausgeholt. Wir haben uns mal die Nebenkosten alle besorgt, die die alle haben. Aber im Vergleich zu unserer Systematik gab es keinen richtigen Vergleich. Wir mussten das dann runterbrechen. In der dritten Spalte sieht man das hier, vergleichsweise Xilinx Cube Air, Kühlen und Lüften. Also wir haben Kühlen und Lüften gar nicht betrachten können, weil in den heutigen Gebäuden gibt es gar keine Kühlen und Lüfteneinheit. Von daher haben wir es erstmal auf diese Weise betrachtet. Also Heizen und Warmwasser. So haben wir es betrachtet mit der Technologie, die wir eingebaut haben. Das warme Wasser kam hier jetzt mit dem elektronischen Durchlauferhitzer. Wir haben uns dadurch, dass wir in dem Gebäude 140 Kilowatt Peak haben, 98 Kilowattstunden Speicher haben wir uns auch für den Vergleich mit grünem Strom hinreißen lassen und kommen somit auf diese CO2-Ersparnisse in 15 Jahren im Vergleich zu den Mittelwerten vom Mieterbund. Selbst der beste Wert vom Mieterbund ist noch weit weg von dem, was wir hier haben. Auch hier sind die Kältemittel logischerweise in der Emission berücksichtigt, falls es mal eine Leckage gibt oder wie auch immer. Aber wir können mit der Technologie die CO2-Emissionen dramatisch senken. Und wenn wir weitergehen zu den Nebenkosten, dann ist es so, die Energiekosten für ein Apartment in diesem Gebäude ist der Stromverbrauch berücksichtigt worden für Heizen, Kühlen, Lüften, Warmwasserbereitung, Luftfiltern und Entfeuchten. Wir brauchen praktisch 822 Kilowattstunden mit diesem Perfera-Kolderite-Schmidt-Gerät. Sprich, für 1 € am Tag kann der Mieter dementsprechend sein Gebäude oder seine Wohnung klimatisieren, so wie er das gerne haben möchte. Er kann das Warmwasser gestalten, wie er will. Er kann die Wärmerückgewinnung laufen lassen. Er kann die Luftfilter, er kann alles machen, was er da will. Der Vorteil, den wir da natürlich haben, ist ja, dass wir nur noch Strom brauchen. Strom ist immer Mietersache.
In der Vermietung ist das ganz charmant, so dass man dementsprechend dem Mieter über das Mieterstrommodell, was wir hier anbieten, den Strom zur Verfügung stellt oder er sagt, er möchte einen anderen Strom haben. Die Verbräuche, was er dann verbraucht oder ob er 16 Grad haben will im Sommer oder 32 Grad im Winter für sein Gebäude, dann liegt dann alles bei ihm. Dann können sich natürlich die Kilowattstundenverbräuche verändern, aber Sie als Vermieter hätten da schon keine Einfluss mehr drauf. Sie müssen auch nichts mehr ablesen, weil in unserem Fall haben Sie nur noch das kalte Wasser, was Sie ablesen müssen, um das so effizient wie möglich zu machen. Also sehr effizientes Gerät. Zu den Fragen, gibt es Messverfahren und kann man das messen? Wir haben es versucht. Es ist extrem kompliziert zu messen, wie effizient ist das Gerät. Man kann es wirklich nur an den Stromverbräuchen ausmachen, wie viel Strom verbrauche ich dann im Jahr. Und die CO2-Einsparung ist auf Gas hier. Da kommt die Frage, auf welches vorheriges Heizmittel, das ist Gas. Lüften mit einem Klimaspritgerät geht in diesem Fall nicht. Das Lüften geht mit einem Klimaspritgerät nicht. Wir haben ja in diesem Gebäude eine Wärmerückgewinnungslüftung. Ansonsten müssen Sie halt die Fenster öffnen, wie beim ganz normalen Heizsystem, also wie Sie es heute machen, auch. Sehr gut. Wir hatten im Okay. Vorfeld auch die Frage, ob eine Infrarotheizung eine Alternative zur Luft-Luft-Wärmepumpe ist oder umgekehrt. Ich denke, das lässt sich an der Stelle auch sehr gut beantworten mit der Infrarotheizung als reine Elektroheizung, was an Kosten ungefähr dagegen stehen würde, oder? Ja, also natürlich kann man, wenn man nur heizen, das reine Heizen betrachten will, geht das natürlich auch mit der Infrarotheizung. Ja, die Diskussion hatten wir auch, weil wir wollten nicht nur heizen, wir wollten in einem KfW 40 Plus Gebäude nach der Berechnung des Energieberaters war es eben halt so, dass die Temperaturen im Sommer, speziell auf der Seite, wo die Sonne die ganze Zeit geschienen hat und mit Verschattung der Fenster so hoch war, dass wir gesagt haben, wir müssen kühlen, wir kommen gar nicht drum rum. Deswegen sind wir von der Infrarotheizung dann abgewichen. Ja. Und das hat sich jetzt bis jetzt, die Anlagen laufen jetzt alle, und das hat sich bis jetzt auch bewahrheitet. Alle, die bisher die Anlage gesehen und benutzt haben, sind schwer begeistert. Sehr schön. Aber eine Ergänzung kann man als Infrarotheizung auch gerne als Spiegelheizung in Badezimmern verwenden. Es ist natürlich, über eine Wärmepumpe habe ich immer noch mal den Faktor der Jahresarbeitszahl, indem ich meine Stromkosten runterbringe. Und wenn wir hier schon mal dabei sind, das, was Günter Gams gerade gesagt hat, sind natürlich die weiteren Vorteile noch zu nennen. Ja, für die Berechnung der CO2, das ist ja noch die Frage. Wie gesagt, wir haben unseren Stromverbrauch mit grünem Strom berechnet und dann kommen Sie auf die 5% CO2 Ausstoß im Vergleich zu der Gaszentralheizung nach den Daten vom Mieterbund. Natürlich kann man im Neubau eigentlich viele bauliche Stellschrauben machen, aber man unterschätzt immer aufgrund der Dichtigkeit des Neubaus, wie sich die Wärme in einem Neubau stauen kann, wenn man keine Lüftungsanlage hat und so weiter. Deswegen kommen sie teilweise an einer Kühlung nicht drumherum. Ist ja auch nicht schlimm, wenn sie wie bei uns eine 140 Kilowatt Peak PV-Anlage haben, dann können Sie die noch besser nutzen. Denn im Sommer können Sie die Anlage dann mit dem Strom aus der PV-Anlage betreiben, beziehungsweise mit dem gespeicherten Strom. Ja, und das Gleiche kann ich natürlich auch im Einfamilienhaussektor betrachten, wenn ich dort eine PV-Anlage habe. Das im Sommer ist, wenn ich kühlen muss, ist Sonne da. Vor diesem Hintergrund ergänzt sich das natürlich hervorragend. Ja, hier kommen noch ein paar Fragen, die kann ich jetzt noch schnell beantworten. Also der Vergleich ist, die Kosten dafür sind die gleichen. Für Luft, ob Sie jetzt eine Fußbodenheizung machen, wie auch immer, die herkömmliche Sanitär- oder Gasinstallation, kostentechnisch ist das 1:1 in der Investition. Aber das, was Sie bekommen mit diesem Gerät, bietet Ihnen eben halt die Standardanlage nicht. Ja, Sie können mit der Standardanlage Gas mit Fußbodenheizung nicht kühlen, Sie können damit nicht entfeuchten. Sie haben nicht diese Luftfilterfunktion, weil da kommen wir noch drauf. Jedes Gerät hat eine Luftfilterfunktion. Können Sie halt alles nicht leisten. Und wenn Sie einen KfW 40 Plus Haus bauen und eine Fußbodenheizung machen, ist die Vorlauftemperatur teilweise so niedrig, brauchen Sie gar nicht erst anfangen. Wenn Sie dann noch eine Wärmepumpe nehmen wollen, ist das für die Wärmepumpe ein schwieriges Thema. Und die Räume haben hier 30 Quadratmeter. In diesem Berechnungsbeispiel. Für das Gebäude in Magdeburg.
Okay. Mein Vorschlag wäre, wir gehen erstmal ein Stück weiter in Ihrer Präsentation. Es tauchen doch immer wieder Fragen auf, eben gerade auch was Wartungskosten, was Wartungsaufwand angeht. Aber ich denke, das kriegen wir vielleicht auch etwas gebündelter dann, wenn wir soweit einmal durchkommen und auch da noch etwas mehr dann über die Praxis erfahren haben. Gut, dann muss ich mal schauen, dass ich hier wieder. Ja, also wir haben natürlich ein paar Dinge zu beachten, wenn wir die Geräte platzieren, entweder beim Außengerät oder beim Innengerät. Und deshalb schauen wir uns einmal an. Es ist natürlich wichtig, dass ich im Prinzip, wenn ich das Gerät platziere, dass ich dort keine, ja, dass ich mich eigentlich in diesem Luftstrom nicht aufhalten möchte. Und deshalb sind die Beispiele, die Sie gesehen haben, ja auch alle so, dass das Gerät immer entfernt von den Plätzen gewesen ist, wo ein Sofa stand, wo gegebenenfalls andere Aufenthaltsbereiche sind. Das ist erstmal schon mal ganz wichtig, weil Sie ja gesehen haben, entweder blase ich nach oben aus im Kühlen, da ist es noch relativ simpel, aber wenn ich ihn heizen will, ich muss ja die Luft nach unten bringen, da ist es immer angebracht, dass ich möglichst einen Platz auswähle, der frei ist, wo ich mich im Prinzip selber nicht aufhalte. Die Geräte haben allerdings auch noch den Vorteil, dass sie gegebenenfalls mit Bewegungssensoren ausgestattet sind und dann auch je nach Ausstattung erkennen können, wo sich jemand aufhält und dann wird dieser Bereich eben halt auch ausgespart, was die Luftbewegung anbelangt. Das über die Kondensatleitung haben wir schon diskutiert, wie es dort aussieht, dass ich die nach außen führen kann oder eben in einen Siphon im Sanitärbereich. Und die Frage, die zwischendurch auch schon gekommen ist, wie sieht es mit der Raumauskühlung aus, wenn die Geräte nicht mehr im Betrieb sind? Also auch da ist an Bord in vielen Geräten der Bewegungssensor, den können Sie so weit programmieren, dass wenn Sie den Raum verlassen, das Gerät automatisch eine kleine Absenkung macht um 2 km und wenn Sie wieder reinkommen, wird der Raum wieder aufgeheizt. Interessant ist es, je nachdem, welches Nutzungsverhalten ich habe. Wenn ich ja spontan in einen Raum will, den ich sonst nie benutze, dann habe ich die Möglichkeit, eben halt auch über höhere Lufthallstufen, über die sogenannten Powerfunktionen, sehr schnell diesen Raum aufzuheizen. Da verhindere ich natürlich nicht, dass die Wände auskühlen. Aber das ist ja egal, welches Heizsystem ich habe. Wenn ich in einem relativ schlecht gedämmten Gebäude bin, und ich stelle die Heizung aus, kühlt er relativ schnell aus. Das Zweite ist, die Oberflächentemperaturen, die im Raum von den Wänden abgestrahlt werden. Da ist es im Prinzip auch egal, ob ich eine Luftheizung habe oder nicht. Aber wenn ich eine dauerhafte Nutzung habe, dann sollte ich diese Temperatur möglichst nicht zu weit absenken und ich sollte eben halt auch dann das Ausschalten vermeiden. Wenn vorausgesetzt, und da sind wir jetzt in dem Bereich vorausgesetzt, wir haben hier die Luft-Luft-Wärmepumpe als alleinige Heizquelle. Jetzt noch was zu ergänzen, Volker, weil da gehen wir immer so schön drüber. Das Gerät ist ja höchst schlau, ja. Das Gerät hat diesen Sensor. Erkennt es, ob Sie im Raum sind. Das hat der Herr Weinmann schon gesagt. Aber es erkennt auch, wo Sie im Raum sind, um dann den Luftstrom auch noch in die richtige Richtung zu setzen, sodass Sie nicht direkt angeblasen werden. Und das Gerät erkennt ja auch die Raumtemperatur. Das ist ja nicht doof. Die regelt den Lüftermotor runter. Sobald die Raumtemperatur erreicht wird, wird auch wird der Luftvolumenstrom reduziert. Der Luftvolumenstrom geht runter, der Lüfter wird runtergeregelt und das Gerät hält die Raumtemperatur, die der Mieter eingestellt hat. Ja, ob es jetzt 21 Grad sind oder 22 Grad. Das Oder ist jetzt so. gar kein Problem. Fällt auch gar nicht mehr auf. Und natürlich gibt es Geräusche, dadurch, dass wir eine Luftbewegung haben. Und auch Schall wird es geben. Das werden wir auch gleich noch sagen, wie wenig das ist. Aber die Luftverteilung, das Gerät an sich ist hochintelligent und Sie können es dementsprechend auch so programmieren, wie Sie das gerne hätten. Ob Sie jetzt einen 24-Stunden-Timer setzen oder einen Wochentimer oder wenn Sie im Urlaub sind oder wie auch immer. Oder von der Ferne, wenn Sie aus 3 Wochen Urlaub wiederkommen, können Sie es von der Ferne einschalten nach dem Motto, ich bin jetzt in 3 Stunden zu Hause oder in einer, ich möchte gern 13 Grad oder 16 Grad bei mir im Raum haben. Boing, dann können Sie das mit Ihrer App machen. Ist überhaupt kein Problem. Ja, die Geräte sind weit weg von der allgemeinen
dem allgemeinen Wissensstand über ein Schmidt-Klimagerät. Die Entwicklung in den letzten 10, 15 Jahren ist dramatisch, hat sich dramatisch noch ins Positive entwickelt. Ja, du hast es gerade schon erwähnt, dass wir bei den Geräuschen natürlich auch immer ein Absenken haben, wenn das Gerät automatisch den Luftvolumenstrom oder die Lüfterdrehzahl runterregelt, je näher sie an den Sollwert kommt. Das ist im Prinzip einmal eine kurze Darstellung, wo wir uns eigentlich bewegen in den Aufenthaltsräumen, wo wir uns befinden. Der Schlafraum ist eher die ganz niedrige. Wenn ich flüstere, dann bin ich bei 30 Dezibel. Wenn mein Kühlschrank läuft, bin ich bei 40 Regen, beziehungsweise hier an dieser Stelle, wenn ich Sprache habe. Also ich sollte, wenn ich im Aufenthaltsbereich bin, ungefähr diesen Bereich mir anschauen bei den Geräten, welche Leistung, welche Schallwerte sie haben. Und wenn ich im Schlafzimmer bin, dann sollte ich ungefähr in diesen Bereich kommen. Und das ist etwas, was ich wirklich nicht mehr höre. Ich habe das sogar auch aus eigener Erfahrung, als das Gerät im Automatikbetrieb war. Ich war mal unterwegs, dienstlich. Meine Frau hatte das Gerät eingeschaltet. Es hat automatisch runtergeregelt, und noch nicht mal in den Flüsterbetrieb, sondern wirklich in die niedrigste Lüfterstufe. War überhaupt kein Problem für sie, in diesem Bereich zu schlafen. Das heißt, egal, ob es jetzt zum Kühlen oder Heizen ist, wenn ich nah am Sollwert bin, dann ist es sehr, sehr leise. Und Sie sehen auch hier, wenn wir in dem Bereich Flüsterbetrieb sind oder im niedrigen Luftvolumenstrom, bewegen wir uns hier in einem Bereich, der eigentlich unterhalb des Hörens ist. Das Ganze ist natürlich immer in einem Meter Abstand betrachtet, aber wir haben hier das, was die Befürchtung ist, habe ich hier jetzt nun wirklich. Lärmbelästigung in den beheizten Innenräumen, nächtliches Heizen, das war genau das, was auch in der Frage war. Das kann ich natürlich vermeiden, indem ich mich für die richtigen Geräte entscheide. Und ich kann es auch im größten Teil vermeiden, indem ich meine Temperatureinstellung so wähle, dass ich schon relativ rechtzeitig die Raumtemperatur auf das Niveau gebracht habe, um den Raum auf Wunschtemperatur zu behalten. Über die Luftfilterfunktion haben wir schon kurz gesprochen. Es sind relativ viele, die es gibt. Es nennt sich auf der einen Seite Flash-Streamer. Das kann man sich so ein Stück weit vorstellen wie ein Luftfilter, der wie ein Plasmafilter in der Dunstabzugshaube arbeitet, also völlig wartungsfrei. Der hat noch den großen Vorteil, dass er auch noch Keime und Viren zerstören kann, genauso wie der photokatalytische Filter. Der Standard-Luftfilter dient im Prinzip nur dazu, um den Wärmetauscher, den Sie vorhin im Schnitt gesehen haben, frei von Staub zu halten. Der ist, was Wartung anbelangt, bei den Wandgeräten und auch bei der Truhe, ein, zwei Knipsis, dann haben Sie das Gerät geöffnet, kommen an die Filter, können ihn kurz rausnehmen, absaugen, dann ist das Ganze auch schon erledigt. Wartung beim Außengerät, ist so, es empfiehlt sich, das Außengerät genauso wie bei einer Heizung einmal im Jahr warten zu lassen. Vor allen Dingen, wenn ich betrachte, dass das Gerät im Sommer sehr viel Pollen hat, gegebenenfalls angesaugt hat, auch über die Kühlenfunktion, dann sollte ich diesen Wärmetauscher einmal im Jahr reinigen lassen, um dort immer die besten Wärmeübertragungseffekte zu haben, um in jeder Heizperiode oder auch in jeder Kühlperiode beim Außengerät die bestmöglichsten Effizienzen beziehungsweise die niedrigsten Stromkosten zu haben. Die Frage ist also so, können die Innengeräte zu Keimschleudern werden? Können sie definitiv nicht. Im Gegenteil, sondern sie dienen auch noch der Luftfilterfunktion für eine bessere Luftqualität in den Innenräumen und unterstützen auch das Wohlbefinden an dieser Stelle. Ja, ich habe im Chat noch die ein oder andere Frage gesehen. Deshalb sind wir jetzt hier im Prinzip auch bei den Hinweisen zur Aufstellung. Dritte Etage, wenn ich das Gerät einfach an die Wand hänge, wie komme ich daran, um es zu warten?
Man muss bei dem Ganzen auch betrachten, dass sich das Außengerät, wenn ich es wirklich als alleinige Wärmequelle einsetzen möchte, da brauche ich zusätzlich noch ein paar Hinweise, die wir hier einmal kurz zusammengeführt haben. Also es ist eben halt entsprechend so, dass es nicht unbedingt, man sollte eine Schallbetrachtung schon machen. Das ist natürlich bezogen auf das Außengerät. Wir sind mit den Geräten nicht in dem hohen Bereich. Ich habe jetzt direkt, müsste ich nachher nochmal nachschauen, wie die Schallemissionen tatsächlich sind im einzelnen Bereich. Aber es ist so, dass wir hier diese Dinge beachten müssen, dass wir natürlich niemanden stören wollen. Und dementsprechend sind die Aufstellorte so zu wählen. Es ist so, dass auch die Luft natürlich nicht an den Nach zum Nachbarn laufen soll. Kurzschluss, wenn man sie es verstecken würde und dort eine Wand zu dicht ist, die Abstände sind alle in den Installationsanleitungen drin. Die kalte Luft ist anders als eine warme Luft. Das ist so, dass wenn ich in einem See, in einem kalten Luftsee bin, das muss ich unbedingt vermeiden. Das heißt, also ich brauche also eine gewisse freie Ablassfläche für die Außengeräte, damit sie nicht, wenn hier vorne was wäre, hier hinten die kalte Luft wieder ansaugen. Wir haben hier auch schon einmal das Bildchen, das ich auch noch weiter erläutere. Das ist eben halt so, dass wir auch schauen, wenn wir, es bezieht sich immer auf was hier an den Aufstellhinweisen, es bezieht sich immer, wenn ich es als alleinige Wärmequelle auch für die Temperaturen unter 0 Grad nutzen will, dann muss ich sehen, dass es relativ windgeschützt ist. Das ist ein sehr großer Vorteil. Vor allen Dingen, was dann im Abtauprozess vorhanden ist, wenn die Geräte ja ab einer gewissen Außentemperatur von vielleicht 5 Grad, 3 Grad Außentemperatur, fängt der Wärmetauscher an, ein Stück weit zu vereisen, weil ich dann die 0 Grad unterschreite am Außengerät teilweise und dann muss es abtauen und für diese Abtauung oder beziehungsweise während der Abtauung fällt dann natürlich Tauwasser an, was aus dem Gerät unten rausläuft und dementsprechend ist es nicht angebracht, irgendwo in der dritten Etage ein Gerät zu montieren, wo ich nicht dafür sorge, dass ich da nicht rankomme, beziehungsweise dass ich an dieser Stelle das Tauwasser frei ableiten muss. Denn wenn es nach unten tropft, dann hätten wir nämlich die Gefahr, dass dort unten, wenn jemand vorbeigeht, eine Eisfläche entsteht. Das muss ich vermeiden. Und dementsprechend ist gegebenenfalls auch eine Kondensatabfuhr nach innen zu realisieren. Das schauen wir uns aber später auch alles nochmal an, wie es auch in dem Projekt in Magdeburg gelaufen ist. Und das sind die Dinge, weshalb ich mich entscheiden muss. Will ich es nur zur Unterstützung quasi als bivalentes System, wo ich dann noch oberhalb von Außentemperaturen von 0 das Gerät betreibe, dann habe ich, was die Aufstellung anbelangt, ein wenig mehr Freiheiten. Denn es kommt doch relativ viel Abtauwasser zusammen. Es kommt pro Abtauung schon mal das eine oder andere Liter Wasserchen zusammen und das muss ich halt entsprechend abführen können. Am einfachsten ist es, wenn ich das Gerät so installiere, dass ich darunter ein Sickerbett habe. Das habe ich bei mir zu Hause auch realisiert, indem ich dort das Gerät dann frei nach unten ablaufen lasse. Das ist jetzt zwar eine Luftwasserwärmepumpe, aber trotzdem ist es an dieser Stelle ganz wichtig, dass man das Tauwasser ablaufen lassen kann, damit keine Eisfläche entsteht. Und das, was wir auch schon gesagt haben, wir müssen sehen, dass Wartung und Reinigung notwendig ist, denn das, was die Energieeffizienz stark beeinträchtigt, ist natürlich ein stark verschmutzter Wärmetauscher. Und Schneefall ist auch ein Thema, vielleicht nicht unbedingt mehr so sehr, wie wir es früher einmal gewohnt waren. Deshalb ist hier auch dieses Vordach. Man kann das sicherlich noch ein bisschen hübscher machen. Und wie man es hübscher macht, dann ist es gegebenenfalls auch gleich noch einmal zu sehen, wie es dort auf der Baustelle realisiert Machen wurde. kann, Es wenn man sind im zwischendurch schon Mehrfamilienhaus wieder. ist, das zeige ich Ihnen jetzt hier mal. Hier mal eine ganz kurze schematische Darstellung, wie wir es gemacht haben.
Anhand der Nummern können Sie erkennen, wo wir uns hier aufhalten. Also wir haben hier vorne, das ist eins von diesen Apartments, die wir in Magdeburg gebaut haben. Sie sehen hier, diese grün umrandete Fläche ist der Außenbalkon. Wir haben hier links eine Box noch entwickelt, die die Wärmepumpe aufnimmt, damit man dieses Außengerät nicht sieht, weil architektonisch sind die Außengeräte jetzt ja nicht so schön. Das war der erste Grund. Der zweite Grund war, wir wollten natürlich auch den Schall noch reduzieren. Mit dieser Box reduzieren wir den Schall des Außengerätes nochmal zwischen 12 und 14 dB, also praktisch nicht hörbar. Wir haben diese Box draußen auf dem Balkon aufgestellt. Die blaue Fläche Punkt 2 ist dann der Wärmepumpenkonvektor. Wir sind also hier direkt durch die Wand mit den Kältemittelleitungen, mit der Stromversorgung für den Wärmepumpenkonvektor des Innengeräts und mit der Kondensatleitung rausgegangen, sodass wir in der Box alles sammeln. Also in der Box sammeln wir das Kondensatwasser des Außengerätes, das zeige ich Ihnen auch gleich nochmal in der schematischen Darstellung, sammeln wir das Kondensatwasser des Außengerätes und wir sammeln auch das Kondensatwasser des Innengerätes im Kühlfall. Dann haben wir hier das fertige Bad. Das ist nochmal grün umrandet. 3, 4, 5. 3 ist die Wärmerückgewinnungslüftung. Die hat zwei Aufgaben. Zum einen das Bad zu entfeuchten, ist auch selbstlernend. Zum anderen bläst sie die Luft, also holt sich die Luft aus unserem Silent Cube hier links, bläst auch die Luft wieder rein in den Silent Cube und kann den Raum noch mit Frischluft versorgen. An 4 ist dann der Durchlauferhitzer und 5 ist sozusagen die vorgefertigte Badzimmer. Wenn wir jetzt einen Klick weitergehen, dann haben wir diese Box zum einen für die Schallreduzierung gebaut. Wir haben sie auch gebaut für eine verbesserte Luftführung. Das ist mir zu weit. Ein zurück, Ja, bitte. Entschuldigung. Auch für eine verbesserte Luftführung. Das sieht man auch gleich noch in der Skizze danach. Verbesserte Luftführung heißt, sobald die Außeneinheit irgendwie so steht, dass der Wind durchbläst im Winter oder wie auch immer, kann sich das durchaus auf die, oder wirkt sich das auf die Effizienz des Außengerätes aus. Das haben wir hier vermieden. Die Ansaugfläche, die wir hier haben, die wir hier übrig haben, ist genau die Ansaugfläche, die der Wärmetauscher braucht an der Außeneinheit, damit die effizient läuft. Wir vermeiden hier auch diesen sogenannten Sichtschall. Das heißt, wenn überhaupt so eine Außeneinheit irgendwo steht, sind da Menschen, die sehen das, erkennen das und sagen, oh, ich kann nicht schlafen, weil es ist irgendwie laut. Hier sieht man das Außengerät nicht. Von daher haben wir das dort auch gelöst. Wir haben die Regenfallrohre. Das war ja auch eine Frage, kann man es ans Regenfallrohr anschließen? Ja, wir haben die Regenfallrohre hier komplett durch die Box geführt und da alle Kondensatwasserleitungen angeschlossen und auch die Balkonentwässerung. Da würde ich dich jetzt mal bitten, Volker, auf die nächste Seite zu gehen. Hier sieht man das dann in der schematischen Darstellung. Ist ein bisschen klein, aber man kann es ganz gut erkennen. Hier auf der linken, auf dem rechten Bild sieht man praktisch die Box. Die Außeneinheit steht auf Füßen. Darunter ist eine Kondensatwanne. Die ist auch im Winter vorsichtshalber beheizt, falls das Wasser nicht richtig weglaufen kann, dass es nicht zufriert. Und entwässert sozusagen direkt in so einen Y-Verteiler hier in die Regenwasserleitung. Und wird dann sozusagen aufgenommen. Die Regenwasserleitung nimmt das Kondensatwasser dann auf. Die Regenwasserleitung nimmt auch das Kondensatwasser vom Balkon auf, wenn es regnet. Sind das C-Profile, dann sind diese Kassetten, die man hier auf der linken Seite sehen kann, da läuft das Wasser rein und geht auch über diesen Y-Verteiler dann sozusagen ins Regenfallrohr. Um keinen Luftkurzschluss zu bekommen, haben wir vorne auf dem Ventilator noch so einen Faltenbalg drauf gebaut, dass wir da keinen Luftkurzschluss bekommen, sodass praktisch die Außeneinheit die Luft wirklich rauspusten kann und dann über die anderen Themen kann man das dann machen. So sieht es dann live aus. Also so haben wir es gebaut. Es ist auch tatsächlich realisiert worden, auch wenn das die meisten in der Anfangsphase mal nicht geglaubt haben, dass sowas funktioniert. Hier sieht man die fertigen Balkone, die wurden dementsprechend vorgebaut. Wir hatten dadurch viele Montagevorteile, weil Sie können, wenn Sie das so machen im Neubau, können Sie die ganze Fassade komplett durchisolieren. Sie haben da keine, Sie müssen nicht um die Balkone, diese Betonbalkone rumisolieren. Sie können komplett die Fassade machen. Dann kommt der Balkonbauer, hängt die Balkone davor. Wir fangen von unten nach oben an. Also wir hängen unten den Balkon auf, stellen die Box, können den nächsten Balkon bauen, stellen die Box, nächster Balkon. So sind wir dann fertig. Und so haben wir es dann auch dort realisiert. In diesem Fall auch noch. Ja, das ist die Fassadenseite. Leider haben wir noch kein Foto von der Gartenseite. Da sind die Balkone ein bisschen größer. So sieht es dann sozusagen final aus, um diese Thematik hier zu machen. Jetzt kommen hier die Fragen, was kostet das alles? Also hier ist es so, die Anlage kostet komplett fertig installiert, geliefert, inklusive
Kältemittelanschluss inklusive Verlegung der Rohrleitung, Planung und so weiter, 9.500 Euro pro Wohneinheit plus zuzüglich der Balkon. Wenn man so eine Lösung sucht, kann man das auch durchaus in der Nachrüstung machen, da kommt man nochmal dazu. Sie brauchen immer den Balkon. Die Box ist von der Seite auch realisierbar, also Sie kommen da ran, Sie können die Klappe aufmachen, Sie können dementsprechend die Wartung machen, Sie können alles sich angucken, was Sie brauchen. Wenn was sein sollte an der Maschine, ist es so, dass Sie da die Außenseite halt auch tauschen können, ganz einfach, ohne große technischen Aufwand. Es ist alles berücksichtigt in dieser Lösung, was eine Luft-Luftwärmepumpe braucht und was man alles berücksichtigen muss. Und vor allen Dingen das ganze Thema Kondensatwasser ist da ein wichtiges Thema. Jetzt kommt die Frage, warum ist das Ding so groß? Weil der Architekt das so haben will. Wenn der Architekt das so haben will, bekommt er das so, damit es einheitliches Bild ist. Die Außenseite ist viel kleiner, das stimmt, aber architektonisch gesehen hat der Architekt das so gewollt. Oder geht auch kleiner, wenn man es will, Das ist ja auch um das zu machen. vielfach tatsächlich eine architektonische oder optische Geschichte, das dann Ja, entsprechend auch geschlossen ja. darzustellen. Und hier kommt nochmal die Frage: Das kostet 9.500 Euro netto pro Wohneinheit, inklusive aller Montagen, die nötig sind. Sie meinen 9.500, hier kam auch 9.500 nochmal die Euro, ja. Frage, Ich bin also Norddeutsch, da 9.500, also 9.500 Euro pro Wohneinheit. genau, hier kam die Frage, 900.000 wäre dann doch wahrscheinlich etwas viel, aber mit den Würde ich 9.000. gerne machen, aber funktioniert nicht. Ja, 9.500 Euro pro 40 Quadratmeter inklusive aller Funktionen, die das Ding natürlich hat. Wenn Sie es vergleichbar machen wollen, müssen Sie fair rechnen. Sie planen eine Gasheizung ein oder eine Wärmepumpenlösung. Sie müssen eine Kühlung einplanen und eine Lüftung mit Wärmerückgewinnung. Dann können Sie das vergleichen. Und wenn Sie das alles normal herkömmlich bauen, brauchen Sie erstmal extrem viel Fläche. Wir haben ja gar keine Fläche, weil wir alle Rohrleitungen horizontal in der Wohnung haben. Ja, wir haben keine Brandschutzproblematik. Wir haben den ganzen Keller vermieten können. Wir haben die Schachtflächen reduzieren können dramatisch. Also für den Vermieter haben wir so viel Fläche geschaffen, dass das finanziell für ihn super spannend war. Ein wichtiger Aspekt, gerade das Thema Fläche dann im Gebäude, was ja auch Kosten verursacht und da Wohnfläche entsprechend Ja, dann da. Wohnfläche ist mit Geld nicht zu bezahlen. Ja. Das ist unfassbar, über wie viel Quadratzentimeter sich da Vermieter oder Bauherren Gedanken drüber machen. Und je mehr Fläche sie dem besorgen können, umso besser ist das natürlich für die Vermietbarkeit. Der Balkon gehört übrigens auch dazu. Die Dachgeschosswohnung, das ist eine sehr gute Frage. Wenn du nochmal eins zurückgehst, Volker. Oben die Dachgeschosswohnung, da sieht man oben an der Kante ganz oben die Boxen. Da sind die Boxen kleiner und wir gehen praktisch durch die Decke oben in die Box. Da stehen die Dachboxen über der Wohnung jeweils. Die Luftwärmepumpe und die Wärmerückgewinnung, also die Wärmerückgewinnungslüftung ist im fertigen Bad installiert. Und die Luftwärmepumpe wurde dementsprechend auch für den Energieverbrauch und für die Auslegung berücksichtigt, weil die Wärmerückgewinnungslüftung trägt natürlich auch einen Teil dazu bei, das Gebäude zu kühlen oder zu heizen. Aber das sind dann also zwei voneinander getrennte Systeme. Das eine ist die Lüftung und das Ja, andere ist die Luft-Luft-Wärmepumpe. es sind komplett unterschiedliche Systeme. Wir haben in diesem Projekt, insgesamt werden das 580 Wohneinheiten. In diesem Projekt haben wir versucht, so modular wie möglich zu bauen im herkömmlichen Sinne. Sprich, die Haustechnik modular, die Bäder modular, auch das ganze Thema Fassade etc. so modular wie möglich. Dadurch haben wir eben halt die fertigen Bäder genommen und haben da die Wärmerückgewinnungslüftung eingeplant. Hat der Badbauer auch noch nie gemacht. War für ihn auch ein neues Thema, aber ist so gut gelöst worden und haben so nur eine kleine abgehängte Decke oder eine Ecke abgehängt, wo wir die Lüftungsleitung nach draußen in die Box führen, wo sie ihre Luft reinpustet, aber auch die Frischluft wieder rausholt. Ja, zu den Okay. Kosten der Luft-Luftwärmepumpe kommen noch Durchlauferhitzer. Ja, das ganze Thema Wärmerückgewinnungslüftung, das Bad ist ein separater Kostenpreis, der ist nicht damit drin.
Nachrüstung bestand, kommt gleich noch eine Folie davor. Eignet sich auch zur Nachrüstung. Kann ich jetzt schon mal sagen. Sehr gut, dann haben Sie haben Sie die Folie vielleicht schon mit vorweggenommen, aber ich glaube, dann können wir da an der Stelle auch weitermachen. Ja. Gut. Wir haben ja schon uns unterhalten, wie es finanziell aussieht. Kommen wir einmal auf die Förderung zu sprechen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wir selber sind jetzt auch, wenn die Konditionen, die wir jetzt uns gleich einmal anschauen, sehr, sehr schön aussehen, bei der tatsächlichen Abwicklung immer noch ein paar Fragezeichen. Aber da kommen wir noch drauf. Aber wir haben hier bei der Förderung jetzt im Heizungstausch, und wir befinden uns jetzt hier nicht im Neubau, sondern in der Sanierung, eindeutig nur in dem Heizungstausch bei bestehenden Gebäuden älter als 5 Jahre, die 30% Förderung. Und wenn ich Eigennutzer bin, momentan könnte ich diesen Klimageschwindigkeitsbonus beantragen, dann muss aber auch wirklich, dann darf hinterher keine fossile Heizung mehr drin sein. Das heißt, ich muss alles realisiert haben über meine Wärmepumpe und auch die Warmwasserbereitung dann über eine Wärmepumpenfunktion realisieren. Dann kann ich den Klimageschwindigkeitsbonus erreichen. Der gilt für den Austausch von alten Ölheizungen, Kohleheizungen, Nachtspeicheröfen oder mindestens 20 Jahre alten Gasheizungen. Der einkommensabhängige Bonus, die zusätzlichen 30%, die gelten, wenn ich ein zu versteuerndes Jahreseinkommen von weniger als 40.000 Euro habe. Und der Effizienzbonus, der ist für unsere Systeme hier nicht greifbar, weil der greift nur entweder, wenn ich als Wärmequelle die Erdreich oder Wasser als Wärmequelle habe oder eben den Einsatz von natürlichen Kältemitteln. Die förderfähigen Kosten insgesamt sind 30.000 Euro für die erste Wohneinheit. Das heißt, in der Basisförderung bekäme ich 9.000 Euro. Was man wissen muss bei der Förderung, man kann mittlerweile nur noch einmal diesen gesamten Batzen pro Gebäude beantragen. Das ist eine Änderung, die gegenüber dem letzten Jahr passiert ist. In der Heizungsförderung ist es so, dass ich diese Maßnahmen pro Gebäude nur noch einmal greifen kann. Bei der Förderung hat die KfW hier entsprechende Seiten aufgebaut. Wir können eigentlich, müsste ich mal schauen, wie kann ich die zeigen? Ich hatte ja eigentlich einen Link drin und jetzt können wir mal überlegen, ob es interessant ist, da nochmal reinzuschauen. Können wir aber auch gerne im Nachgang machen. Dort wird alles dargelegt, was zu tun ist. Ich muss als Investor, als derjenige, der die Förderung beantragt, brauche ich erstmal meinen Installationsbetrieb. Der muss ich registrieren. Dann erstellt er eine sogenannte Bestätigung zum Antrag, indem er die entsprechenden Dinge auswählt und dort dann auch die voraussichtlichen Kosten angibt. Danach kann ich seit heute mich als Antragsteller, Privatnutzer im Eigenheim selber um einen Antrag kümmern. Ich konnte mich vorher schon registrieren. Seit heute ist es möglich, aber da brauche ich im Vorfeld erstmal die Bestätigung zum Antrag von dem Installationsbetrieb und auch noch ein Angebot später, beziehungsweise wenn ich jetzt direkt beantrage, dann brauche ich auch einen Liefer- und Leistungsvertrag mit der sogenannten aufschiebenden Klausel. Das heißt, dass die Förderung dann, wenn sie genehmigt ist, automatisch den Auftrag freischaltet. Wenn ich diesen Liefer- und Leistungsvertrag nicht habe, kann ich den Antrag nicht stellen. Im Moment sind wir noch in einer Übergangsphase, dass ich bis Ende August schon mit den Maßnahmen beginnen kann und bis Ende November muss ich dann aber den Antrag nachholen. Das heißt, ich könnte jetzt schon anfangen, muss dann allerdings natürlich auch entsprechend auf das Geld warten. Die Bestätigung oder beziehungsweise die Auszahlung oder die Nachweise, die ich als Antragsteller bei der KfW hochladen muss, sind dann einmal die
entsprechende Nummer zu der durchgeführten Maßnahme, die mir mein Installationsbetrieb dann über seinen Zugang wieder bestätigt. Das nennt sich dann Bestätigung nach Durchführung. Die brauche ich, kann allerdings erst ab September mich weiter identifizieren über ein Postident-Verfahren oder wie auch immer und kann danach mit den Nachweisen Rechnungen hochladen und danach erfolgt die Auszahlung. Wir sind also momentan noch dabei, dass die KfW die Prozesse aufsetzt und hier noch in einer gewissen Übergangsphase. Wenn ich im Mehrfamilienhaus bin, dann ist die Rechnung etwas anders als einmal nur die 30.000 Euro. Für die erste Wohneinheit bekomme ich die 30.000 Euro. Für die zweite bis sechste Wohneinheit bekomme ich 15.000 Euro. Und ab der siebten Wohneinheit bekomme ich noch 8.000 Euro. Wenn wir also hier das Beispiel haben, wir haben 10 Wohneinheiten, wären die förderfähigen Investitionskosten 137.000 Euro. Und wenn ich dort dann erstmal nur eine Wohneinheit realisieren möchte, bei den 10 Wohneinheiten wäre die Fördersumme gleichmäßig verteilt auf alle 10 Wohneinheiten, also 13.700 Euro. Und von diesen 13.700 Euro berechnet sich dann über den Fördersatz die tatsächliche Fördersumme. Nicht-Wohngebäude verfolgen wir das Ganze ähnlich, aber das betrachten wir nur mal so am Rande. Das ist als Beispiel mit hier aufgeführt. Die Fachplanung und Baubegleitung, da ist es momentan auch noch relativ interessant. Da sagen die einen, es kann ich fördern lassen über das BAFA, kann allerdings im Moment beim BAFA nur alle anderen Maßnahmen auswählen und nicht die Fachplanung und Baubegleitung für die Heizungsförderung. Und das sind im Moment noch Fragen, die wir versuchen, auch über die Verbände zu klären, mit der KfW zusammen, beziehungsweise auch mit dem Ministerium. Also es ist auf der einen Seite schöne höhere neue Fördersätze, etwas deutlich niedrige maximale anzurechnen mit förderfähigen Kosten. Und die Übergangsphase, es wird in diesem Jahr wahrscheinlich noch relativ holprig sein. Wir haben dann, wenn wir im Bereich der Luft-Luft-Wärmepumpen uns betrachten, Effizienzanforderungen, die deutlich höher sind als bei den Luft-Wasser-Wärmepumpen, die hier ein ETAS von 125% haben. Bei den kleineren Geräten, kleiner 12 kW, wo wir uns bewegen, ist die Effizienzklasse A++ ausschlaggebend. Das ist die Mindestjahresarbeitszahl oder SCOP, was auf dem Energieetikett steht, 4,6 zu betrachten. Und das sind die 181% Primärenergieeffizienz, weil nach Ökodesign-Verordnung hat man hier gesagt, wir nehmen alle Angaben pauschal auf die Primärenergieeffizienz, die sich in der Ökodesign-Anforderung für alle Wärmepumpen ergeben. Und umgerechnet, wie gesagt, in Effizienzklassen fangen wir hier bei A++ an. Was ich schon erwähnt habe, ist, dass wir hier über eine Effizienzanzeige verfügen müssen und auch über eine netzdienliche Schnittstelle. Und das führt dann dazu, dass nicht jede Wärmepumpe, die auch automatisch A++ hat, förderfähig ist. Sie braucht auch noch zusätzlich ein unabhängiges Prüfzertifikat. Und damit Ihnen die Auswahl einfacher gemacht wird, haben wir von Daikin eben unter dem Kapitel daikin.de Förderung entsprechenden Konfigurator zusammengestellt, damit Sie auch die Dinge, die nicht automatisch mit dabei sind, nämlich die netzdienliche Schnittstelle, dass Sie das alles mit ordern, um in die Förderung zu kommen. Da kann man sich dann irgendwann überlegen, ob die Zusatzkosten dann das noch attraktiv machen. Aber das ist wichtig, erstmal an dieser Stelle darzustellen, dass es teilweise nicht nur mit der Montage von Außen- und Innengerät getan ist. Waren dazu Fragen aufgelaufen? Ja, es gibt noch eine Frage, die habe ich gelesen. Die sollten wir vielleicht auch beantworten. Und zwar geht es da um die 65% nach GEG, wenn man das hybridmäßig macht, ob die Luft-Luft-Wärmepumpe das schaffen könnte.
mit einer Bestandsheizung das zu erreichen. Also das ist, wenn man das GEG sich anschaut, gibt es da einen Passus, dass wenn ich etwas zu einer Bestandheizung ersetze, dann muss ich die 65% nicht fürs Gesamtgebäude erfüllen, sondern ich ergänze die Heizung. Und dann sind quasi die 65% für den Raum anzuwenden. Wenn ich also hier ein Monospritgerät zum Beispiel habe, dann sagt die Förderung, dass ich die Fläche, die ich beheize, die muss ich mit mindestens 65% erneuerbaren Energien bedienen. Das macht die Wärmepumpe, weil die heizt ja nur diesen einen Raum. Und dieser Raum wird dann mit mehr als 65% an erneuerbaren Energien beheizt. Das heißt also, das GEG macht keine Anforderungen an Heizungen, die zu bestehenden Heizungen ergänzt werden. Allerdings muss man bei der Förderung nochmal darauf achten, also einmal die 65% für die Fläche. Das zweite ist, da wir hier im Bereich Heizen und Kühlen sind, ist die Anforderung, dass ich die Heizanwendung zu mindestens 50% übernutze. Und das kann eben halt auch gerne dann über die Anzeigen ausgelesen werden. Das heißt also, eine verkappte Förderung, einer einfach nur mal, ich kühle hier an dieser Stelle, ist nicht gegeben. Also das würde über die Anzeigen relativ schnell dann auch als Subventionsbetrug auffliegen können. Was auch noch dazu kommt, wir vermischen hier in dem Chat immer die Sachen. Ne? Wir reden hier über Luft-Luft-Wärmepumpen und hier mit Innovationsbonus, Effizienzbonus, Propan, Erdwärme etc., da ist immer die Luft-Wasser-Wärmepumpe gemeint. Ja. Wenn es eine Propan-Wärmepumpe geben würde in Luft-Luft, wird es wahrscheinlich auch einen Effizienzbonus geben, richtig, Volker? Wahrscheinlich schon. Oder Ja, das ist einen richtig. Innovationsbonus. Aber gibt es halt nicht. Ja? Und auch hier diesen Geschwindigkeitsbonus und so weiter. Gibt Das es ist, wie alles? gesagt, das ist rein theoretisch der Geschwindigkeitsbonus, wenn ich in der Nachrüstung bin und diese Systeme nicht. Also ich muss meine Heizung für den Klimageschwindigkeitsbonus muss die Heizung komplett rausfliegen. Ja. Das heißt, ich müsste das, was ich schon erwähnt habe, und dann kommen wir eben halt dazu, dann muss ich mit einem Wärmepumpensystem meine Brauchwasserbereitung machen. Das wäre dann auf der einen Seite, wie wir schon gesagt haben, wäre es diese Möglichkeit über den angeschlossenen Warmwasserbereiter dort die Warmwasserbereitung mitzumachen. Das ist auch absolut GEG-konform, das so zu realisieren. Genauso, als wenn ich die Brauchwassererwärmung mit einer Brauchwasserwärmepumpe, die ich separat stelle, erwärme. Das heißt also, das sind die Dinge, die ich brauche für den Klimageschwindigkeitsbonus, um wirklich komplett auf die vorhandene Heizung zu verzichten. Gut, wenn an Also dieser ich, Stelle keine Fragen weiter sind, dann kommen wir zu der Frage, wer darf denn überhaupt dieses System einbauen? Wir haben hier ein kältemittelführendes System. Das Außengerät und das Innengerät wird über eine Kälteleitung, über eine Rohrleitung. In vielen Fällen ist es eine 6er Kupferleitung und eine 10er oder vielleicht eine 12er Leitung verbunden. In diesen Leitungen fließt das Kältemittel und dementsprechend sind Qualifikationen zum Einbau notwendig. Ich darf es also als Privatmensch nicht machen, es sei denn, ich habe diese Qualifikation. Und diese Installationsbefähigung, die wird nach der EU-F-Gase-Verordnung, ich muss mich an dieser Stelle ausnahmsweise mal entschuldigen, dass ich noch nicht die neueste Version drauf habe. Ist sie re revidiert worden, aber die Tätigkeiten, die ich hier rechts aufgestellt habe, was ich darf, ist, dass ich für diese Tätigkeiten, wo ich mit Kältemittel umgehe, und das ist in diesem Fall jetzt immer erstmal Installation, diese Installation und Inbetriebnahme, die ich am Kältekreislauf auch mache, da brauche ich eine sogenannte Zertifizierung nach der Chemikalien-Klimaschutzverordnung Kategorie 1. Dann darf ich alles machen, wenn ich in der Wartung bin und ich habe nur die Dichtigkeitskontrolle.
die bei diesen Systemen aber nicht notwendig ist, weil ich mit den Füllmengen, die in diesen Systemen unterwegs sind, unter den sogenannten Dichtigkeitskontrollen liege. Die berechnen sich nach der Füllmenge mit dem CO2-Äquivalent des Kältemittels und müssen ab 5 Kilogramm, 5 Tonnen CO2-Äquivalent erfüllen. Das ist bei einem R32 irgendwas in die 7 Kilo irgendwas. Und wir bewegen uns hier in einem Füllmengenbereich von 1 bis 1,5 im Multisplit-Bereich vielleicht noch etwas drüber. Aber das sind die Füllmengen und dementsprechend muss ich an den Außengeräten keine Dichtigkeitskontrollen machen. Es ist immer nicht verkehrt, wenn ich sowieso schon eine Wartung mache, dass ich einmal kurz mit einem Schnüffler darüber gehe für die eigene Sicherheit. Aber ich habe als Betreiber hier für diese Geräte auch keine Verpflichtung, Dokumentationen nachzuweisen, um diese Dichtigkeitskontrollen nachzuweisen. Neben der Zertifizierung im persönlichen Bereich muss auch das Unternehmen zertifiziert sein. Das braucht entsprechend ausreichendes Personal. Es muss die Sachkundebescheinigung mit dem Personal vorweisen und die erforderlichen Werkzeuge und die Verfahren müssen entsprechend zugänglich sein. Diese Unternehmenszertifizierung haben die Kälteklimafachbetriebe alle. Sie verfügen alle über das entsprechende Personal und sind für sie dann auch, wenn Sie Installationen machen wollen, Ihre Ansprechpartner für diese Technologie. Du hast Ergänzung dein dazu. Mikrofon freigemacht, Gunther, deshalb nehme ich an, du wolltest da noch was zu ergänzen. Ja, genau, weil es war vorhin die Frage des Recyclings, Kältemittel etc. pp. Auch dafür werden Sie den Kältefachhandwerker brauchen, der, wenn Sie eine alte Anlage haben, wie auch immer, die Anlage recycelt. Und der würde auch die ganze Entsorgung übernehmen. Ja, der Weg des Kältemittels geht meistens vom Kälteanlagenfachbetrieb zurück zu seinem Großhändler. Großhändler sammelt, wenn die Qualität des Kältemittels entsprechend hoch ist, dann kann es aufbereitet werden und geht teilweise in Aufbereitungsanlagen oder wird teilweise beim Großhändler, wenn es sortenreines Kältemittel ist, selber aufbereitet und auf die entsprechende Neuqualifikation, also auf die Neu-Frischware aufbereitet. Wenn es sich um Kältemittelgemische handeln, wo verschiedene in einem Recyclingbehälter sind, die gehen dann in Aufbereitungsanlagen. Kollegen von uns, kleiner Werbeblock, die Kollegen von Daikin Chemical haben in Frankfurt eine Aufbereitungsanlage, wo das Kältemittel über Destillationskolonnen zerlegt wird in die einzelnen Bestandteile. Das ist im Prinzip nichts anderes als wie eine Art, vom Prinzip her wie eine Erdöldestillerie. Da werden ja auch verschiedene Fraktionen abgezogen. Die Siedepunkte bei den Kältemitteln sind halt relativ eng beieinander. Das heißt, ich muss da ein bisschen mehr Gehirnschmalz reinsetzen. Aber ich kann den Kältemittelkreislauf, was Neuware zu Geräten, zurück zur Aufbereitung und wieder in neue Geräte, den Kreislauf, also zirkuläre Wertschöpfung, kann ich an dieser Stelle mit dem Kältemittel, mit einem synthetischen Kältemittel erreichen. Mit dem natürlichen Kältemittel Propan wären diese Prozesse einfach auch unwirtschaftlich, respektive auch, weil es sich um brennbare Substanzen handelt, auch nicht einfach so zu handeln. Dann habe ich noch eine Ergänzung oder noch eine Frage. Hier kam vorhin die Frage, R32 ist ab 2025 nach EU-F-Gasverordnung ja verboten, wurde hier reingeworfen als Hinweis. Volker, da glaube ich, ist es jetzt an der Zeit, dass du mal was dazu sagst. Ja, also 2035 ist eine Zahl, die da momentan steht für, Nee, es also war 2025 gemeint. Dass es ab nee, 2025 verboten 2025 ist ist. absolut nicht richtig. Also es gibt keine Jahreszahl 2025, sondern es gibt eine Zahl 2035, wo angedacht ist, dass Split-Systeme kleiner 12 kW, dass man dort dann das Kältemittel oder beziehungsweise nur noch natürliche Kältemittel zu legen. Im kleinen Leistungsbereich, im Split-Leistungsbereich, wo wir uns hier befinden, sind wir bei der Jahreszahl 2029, wo man
auf Kältemittel mit einem GWP unter 150 kommen möchte. Das sind die aktuellen Werte, die wir für den Leistungsbereich kleiner 12 kW haben. Das heißt, da wäre dann R32 nicht mehr in Neugeräten verfügbar für Leistungen kleiner 12 kW. Alles, was installiert ist, da ist weiterhin Wartung, Reparatur uneingeschränkt möglich. Und im größeren Leistungsbereich über 12 kW verschwindet R32 da auch nicht, was die Möglichkeiten anbelangt. Auch da ist es so, dass man 2033 eventuell bei Geräten über 12 kW auf GWP 150 gehen muss. Aber diese Dinge, die nach 2030 kommen, also das, was ich sagte, 2033, 2035, das sind alles Sachen, die bis 2030 noch einmal überprüft werden. Sind diese Verbote, die wir dort haben, tatsächlich durchführbar? Haben sich die Technologien so weit entwickelt? Bin ich mit den Sicherheitsvorkehrungen so weit, dass ich gegebenenfalls auf die natürlichen umstellen kann? Das sind alles Fragen, die bis 2030 noch geklärt werden müssen. Aber da sind Sie ja mit Sicherheit auch entsprechend in der Entwicklung dran, dass wenn diese Anforderungen tatsächlich greifen, Ja. beziehungsweise dass man auch Technologien eben zur Verfügung haben muss, die dann auch die Anforderungen erfüllen. Das auf jeden Fall. Also wir hätten, also an der Stelle, die größte Herausforderung ist das, was wir beide schon gesagt haben. Ich kann nicht so einfach mal eben auf Propan umstellen, was ich bei einem Luftwasserwärmepumpe mit Außenaufstellung machen kann. Da gibt es auch noch genügend Risiken. Wie kann ich es verhindern im Fall eines Aufrieren eines Plattenwärmetauschers, dass Propan ins Heizungssystem kommt und dann über das normale Sicherheitsventil, was ich im Wasserkreislauf habe, was wahrscheinlich bei 3 bar anspricht, dann ausgeblasen wird. Also die Sicherheitsanforderungen sind an der Stelle die größten Hürden, weshalb man ja auch gesagt hat, wir gehen erstmal in einem Schritt mit einem GWP unter die 150, was die synthetischen Kältemittel anbelangt, ab 2029 für die Splitsysteme und Split-Luft-Luft-Systeme. Split-Luft-Wasser bin ich 2027 schon dabei. Hat man auch interessanterweise etwas vorgezogen, aber Split-Luft-Luft 2029 und der nächste Schritt, der muss dann überprüft werden, sind wir denn mit der Technologie soweit? Also das steht noch mit einem gewissen Fragezeichen. Die Verfügbarkeit insgesamt an Frischware, die wird auf jeden Fall deutlich eingeschränkt. Da haben wir größere Hürden bekommen. Das heißt, wir müssen beschleunigt auf Kältemittel mit geringerem GWP gehen. Aber alles das, was wir jetzt in den nächsten Jahren installieren, ist auf jeden Fall noch mit R32 die nächsten 5 Jahre machbar. Ja, nachdem wir einmal so einen kleinen Ritt über einige Dinge gemacht haben, was machen denn also eigentlich unsere europäischen Nachbarn? Wie verteilt es sich dort? Wie ist die Technologie dort vertreten? Sie sehen hier einmal den von der Europäischen Wärmepumpenvereinigung die Übersicht bis 2022, wie die verschiedenen Wärmequellen bei den Wärmepumpen sich verteilen. Und Sie sehen, dass insgesamt der Batzen, der hier Luft-Luft-Systeme, speziell auch das, was wir jetzt bislang betrachtet haben, sehen, der ist relativ groß und auch weiter am Wachsen. Luft-Wasser hat den größten Anteil, aber Luft-Luft in Europa hat schon einen sehr großen Anteil. Und da ist die Frage, in welchen Ländern findet das hauptsächlich statt? Jetzt einmal muss man umdenken, der Dunkelbalken ist Luft-Luft. Und das Interessante ist, wenn man hier diese Länder Finnland sieht, die Länder Norwegen oder auch Schweden, dass in diesen Ländern diese Technologie sehr große Verbreitung hat. Das heißt also, wir müssen uns wirklich keine Gedanken machen, dass die Systeme in diesen Bereichen, wo wir wirklich auch mit sehr niedrigen Temperaturen unterwegs sind, ihre Leistungen weiter Und so. entfalten.
Ja, da hast du schon die Beispiele angesprochen, zu denen wir jetzt einmal kommen. Wie ist sowas installiert? Wir haben hier einmal einfach nur ein paar Impressionen, dass Sie mal was sehen. Zu dem Gebäude, das ist ein Neubau gewesen. Da haben wir hier im Schlafzimmer das Gerät, da haben wir hier im Wohnbereich das Gerät. Schlafzimmer hat wahrscheinlich hauptsächlich die Funktion kühlen, weil wenn ich heizen würde, würde ich erstmal warmen Kopf bekommen, wenn ich da drunter liege. Also das, aber hier in diesem Bereich ganz hervorragend kann ich über den Luftstrom hier auch dort meinen Bereich beheizen und weitere Nachrüstung hier einfach mal als Beispiel. Es gibt hunderte von Beispielen, wie das Ganze realisiert werden kann. Und das, was Gunter Gams schon gesagt hat, ist natürlich die Frage, wie es im Mehrfamilienhaus aussieht. Das ist einmal dann Gunter, dein Part. Ja, also im Mehrfamilienhaus, wenn man wirklich an die Sanierung ran will, im Mehrfamilienhaus könnte diese Version, die der Volker schon vorgestellt hat, mit der Multi Plus sozusagen eine gute Lösung sein, um auch eine Gasetagenheizung zu ersetzen. Zum Beispiel, dass sie draußen unseren Silent Cube nutzen. Die Mieter kriegen einen neuen Balkon, das ist ja in Sanierung meistens der Fall. Ein vorgestellter Balkon, da hätten wir auch Partner, mit denen man das zusammenbauen kann. Da haben sie ihre drei Wärmepumpenkonvektoren. Die Leitungsverlegung kann auch Putz sein, in der Fußleiste, wie auch immer. Und Sie haben den Speicher in der Abstellkammer oder wo auch immer, wo jetzt oder wo die Gastherme hing, um den Warmwasserspeicher aufzuhängen. Und dann haben Sie sozusagen die Wohnung umgerüstet von einer Gasetagenheizung zu einer Luft-Luft-Wärmepumpe. Mit den Funktionen, die jetzt der Mieter auf einmal bekommt. Nämlich das ganze Thema Luftfiltern, das warme Wasser, erneuerbare Energien werden genutzt. Der Mieter kann kühlen und heizen, je nachdem, wie er das gerne haben möchte. Anzumerken ist, wenn Sie eine Multispintanlage haben mit zwei, drei, vier oder fünf Inneneinheiten, Sie können immer nur heizen oder kühlen. Es gibt nie heizen und kühlen gleichzeitig. Nicht, dass man sich da irgendwelche Hoffnungen macht, dass man beim Schlafzimmer will man 16 Grad haben und in der Küche braucht man irgendwie 30 Grad, das wird nicht funktionieren, sondern die Geräte können immer nur eins zur Zeit. Und in diesem Fall ist es so, dass die Systemtechnik so geschaltet werden kann, dass die Warmwasserbereitung immer Vorrang hat. Das heißt, wenn Warmwasser benötigt wird, dann wird immer der Warmwasserspeicher aufgeheizt und die Wärmepumpenkonvektoren ziehen sozusagen den kürzeren und werden dann erst wieder in Betrieb genommen, wenn der Warmwasserspeicher das erreicht hat. Das haben wir auch schon gebaut jetzt. Kommen wir auf die nächste Folie. Ist jetzt in diesem Fall sieht hier der Grundriss so aus. Da haben wir drei Innengeräte verbaut. Wir haben den Warmwasserspeicher verbaut. Und in diesem Fall mussten wir jetzt nicht einen Balkon nehmen, sondern wir konnten die Box sozusagen an die Seite des Gebäudes stellen und haben da dann die Anlage installiert. Ich hätte Ihnen gerne noch Fotos gezeigt. Ich habe gestern Fotos davon bekommen, aber das habe ich nicht mehr geschafft, in die Präsentation einzubauen. Die nächste Variante wäre, wenn man eine größere Wohnung hat und man will mal seine Heizkörper behalten. Die Box, dieser Silent Cube, eignet sich natürlich auch für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Da gibt es auch ganz charmante Lösungen, die man da machen kann, um dann mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe sozusagen auch größere Wohneinheiten zu machen oder auch eine Fußbodenheizung nachträglich nachzurüsten und. Und immer. Sie kommen immer dann zu einer autarken, dezentralen Lösung, wo der Mieter über seinen Strom sozusagen die Verantwortung hat und Sie als Vermieter können das ganze Thema abgeben. Der kriegt noch einen Balkon dazu, damit das wartungstechnisch machbar ist. Und das sind so die nächsten Schritte, die wir jetzt planen. Da suchen wir auch Freiwillige, die Lust haben, sowas mal zu bauen, um dann die Thematik mal durchzugehen. Chat ist noch die Frage aufgetaucht, wie jetzt das Bad beheizt wird. Das Bad ist immer separat, betrachten wir hier separat. Da würden wir nie einen Wärmepumpenkonvektor einbauen. Entweder durch eine elektrische Fußbodenheizung oder einen infrarot geheizten Spiegel. Das haben wir übrigens in dem Projekt in Magdeburg auch so gemacht. Da haben wir noch einen Zusatz beheizten Spiegel genommen, damit eine gewisse Strahlungswärme im Bad vorhanden ist, um das Bad dann auf die richtige Temperatur nach DIN zu bringen, 24 Grad. Und wir mussten ja nur die Raumtemperatur etwas anheben durch die Wärmerückgewinnungslüftung.
Da reicht die Spiegelheizung völlig aus. Und die Regelbarkeit der Räume war noch eine Frage. Ich gehe davon aus, die Räume sind natürlich dann im Heizbetrieb separat in ihrer Temperatur Ja, regelbar. jeder Ja. Raum kann immer separat geregelt werden, in dem jeweiligen Bereich heizen oder kühlen, aber da können Sie lustig pfeifend Ihre Temperaturen angeben. Was das damals gekostet hat in meinem Einfamilienhaus, das kann ich Ihnen nicht mehr sagen, das weiß ich nicht. Aber es ist eine Multi mit 4 Innengeräten und 2 Luft-Luft-Split-Geräte, also 2 Monosplits. Würde ich über den Daumen sagen, sind Sie mit irgendwas zwischen 18 und 20.000 Euro dabei. Inklusive der Installation. Also voll fertig. Und was suchen wir für Freiwillige? Wenn Sie eine Wohneinheit haben mit 30 Wohneinheiten und Sie wollen die sanieren und Sie trauen sich, sowas zu bauen, dann können Sie mich gerne kontaktieren und dann bauen wir das gemeinsam. Ja, wenn damit fast alle Fragen erstmal erfüllt sind, hätten wir noch einen kleinen Exkurs, was Luft-Luft im Bereich Nichtwohngebäude noch kann. Einfach nur ein ganz paar Beispiele oder auch das Prinzip zu zeigen, weil die Möglichkeiten sind ja vielfältig. Das sind dann die größeren Systeme, die landläufig VHF oder bei uns bei Daikin VHV heißen. Das heißt, ich habe hier größere Einheiten, die meistens auf dem Dach oder am Gebäuderand platziert werden, wo ich dort mit entsprechend mehr Geräten an einem Strang hänge. Diese Linien sind immer die Kältemittelleitung, Heißgas und Flüssigkeitsleitung. Das System kann ich auch mit einem Dreileitersystem machen, wenn ich Wärmerückkopplung mache. Das würde bedeuten, dieser Bereich kühlt, dieser Bereich heizt. Ich nehme die Energie aus diesem Bereich, führe es übers Außengerät zurück und führe es dann den entsprechenden Räumen, die heizen müssen, zu. Die Gebäudearchitektur ist da sehr, sehr vielseitig. Das heißt, wir haben hier fast unendlich an Möglichkeit, was die Gebäudefläche anbelangt, das Ganze zu realisieren. Und das sind jetzt ein, zwei, drei Beispiele, was realisiert wurde. Hier sehen Sie eine Produktionshalle. Hier haben wir noch die Möglichkeit, einen Warmwasserspeicher beziehungsweise einen Heizungsspeicher anzuschließen, dass dann gegebenenfalls auch noch Bereiche mit der Fußbodenheizung bedient werden. Wir haben hier, sehen Sie kurz, Deckenkassetten. Das heißt also, über die Installation, die ich im Privatbereich habe, habe ich noch viel mehr Möglichkeiten, auch im Gewerbebereich was zu unternehmen. Hier ein Neubau realisiert insgesamt, wo auch die Lüftungsanlage mit an die Geräte angeschlossen wurde. Sie sehen hier die Kanalgeräte, die dann über die ja fast abgehängte Zwischendecke dann über die Drallauslässe verteilen. Und dann nochmal ein kleinen Eindruck, was man im Bereich der Hotellerie machen kann. Hier ist die Decke offen gehalten. Hier sind die Kanalgeräte, und hier unter dem Dach befinden sich die Außengeräte. Das heißt also, die Luft-Luft-Wärmepumpe hat insgesamt ein sehr breites Spektrum über den Wohngebäudebereich vom Einfamilienhaus, vom Mehrfamilienhaussektor bis hin in Vielfältigkeit der Gewerbeanwendung. Sprechen Sie uns an. Wir leiten Sie dann auch, zumindest ich würde Sie weiter an unsere Spezialisten leiten. Und jetzt gucke ich noch mal so ein bisschen auf das, was wir vielleicht noch Ich nicht möchte, beantwortet haben aus den Fragen. Volker, ganz kurz zu dem Ding hier möchte ich noch was sagen, weil das ist was Besonderes, denn hier können Sie nicht nur kühlen, sondern Sie können kühlen, heizen gleichzeitig. Also hier ist das Hotel so gebaut, dass die Anlagentechnologie so ausgewählt ist, dass Sie zwischen Kühlen und Heizen wechseln können und Sie Wärme verschieben können im Gebäude. Also wenn jetzt die Zimmer im Norden wollen jetzt alle heizen, die Zimmer im Süden wollen alle kühlen, dann können Sie im Gebäude die Wärme verschieben über das Rohrsystem des VHV-Systems. Also das ist hier noch ein besonderes Projekt, das sollte man nochmal sagen. Ja. Das ist nicht nur eine Standard-Wärmepumpe. Ja. Es Das, kommt was immer ich. wieder das ganze Thema Geräusch, Außeneinheit Geräusch, ja, das ist immer ein Problem, das ist immer eine Herausforderung. Nicht umsonst haben wir die Box, also das Außengerät nochmal eingehaust, aber da passiert auch eine ganze Menge. Also auch da sind die Außeneinheiten durchaus schon in der Lage, einen Nachtbetrieb zu fahren, den man programmieren kann, um die
Geräusche nach unten zu fahren. Das kann man alles machen, wenn man sich damit auseinanderkennt. Das können übrigens die Splitgeräte auch. Auch die Splitgeräte haben eine Nachtfunktion, wo die Außengerätegeräusche reduziert werden. Und dementsprechend ist das Gerät dann auch leiser. Also wir haben jetzt nur noch 30 dB an der Außeneinheit bei unseren, wenn wir das in unsere Box einbauen. Also das ist nicht mehr hörbar. Da stehen die Leute davor und müssen erstmal die Hand hinhalten, ob sie den Luftzug merken. Also man kann da eine ganze Menge tun. Sehr schön. Wir sehen vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für die Luft-Luft-Wärmepumpe mit den diversesten Zusatzfunktionen. Aber ich denke, das ist dann auch wirklich projektspezifisch und abhängig vom Anwendungsfall, das Passende zu finden. Ja, wir sind vielleicht so ein bisschen hier reingegangen, erstmal eine allgemeine Übersicht zu geben, ein bisschen Lust auf diese Technologie zu machen, anzuregen, was für ein breites Spektrum da ist, was Sie gerade gesagt haben. Und ich hoffe, das ist uns ein Stück weit gelungen, denn von den Folien, da sind Sie jetzt entlassen sozusagen. Da sind wir jetzt am Ende. Und vielleicht beende ich jetzt auch einfach mal die Präsentation und auch die Freigabe und dann gucken wir noch mal.